Ich baue nicht einen einzigen Bus für euch, Kriminelle. Oh, du tust, was wir sagen, Bailey. Oder wir statten dir und deiner Familie einen Besuch ab. Lasst sie in Ruhe. Hey! Hinterher! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Da geht's auch schon wieder weiter. Drunter und drüber. In der Haut von Evie Fry. Und wir müssen wohl jemandem helfen, dem guten Herrn Bailey, der noch ein Busunternehmen hat. Und ihr wisst ja noch, die Pearl, die ist ja jetzt Geschichte, mit der wir noch zusammengearbeitet hatten. Die Pearl Attaway, der Milner ist auch im Einer. Und jetzt müssen wir ihn hier retten. Wow, da haben wir noch Glück gehabt hier. Ruhig, Mädchen. Ja, haben wir ihn einmal getroffen, immerhin. Oh, da kommen jetzt noch ganz viele ins Spiel. Finde ich jetzt aber nicht so toll. Okay, Konzentration. Ja, der wäre ausgeschaltet. So, jetzt nochmal ihn hier. Mann, der hält einiges durch. Bams. So, wir müssen zurück. Der sitzt da irgendwo fest. Oh mein Gott. Der gute Edward. Reite weiter, Edward. Ah, Vollbremsung. Verbündeter wird angegriffen. Ich sehe das schon. Ich habe Augen im Kopf. Aber hey, so schlimm ist es jetzt noch nicht. Das ist ein ganz guter Kutschenfahrer auch. Komm schon, gib Gas. Oh, jetzt hat er gut einen abbekommen. Scheiße. Jetzt fahren die da eiskalt in die andere Richtung. Ich glaube es nicht. Das kann ja wohl nicht sein. Bleib stehen, du verdammte Kutsche. Und jetzt voll rein in die Suppe. Ah, kommen wir natürlich nicht vorbei gerade. Yeah. Gutes Mädchen. Okay, wir springen mal hier runter. Schlampe, ruft der Junge. Wie bitte? Oh, es tut mir leid. Edward, Moment, mein kleiner Freund. Er atmet schwer. Sie sind weg. Aber nicht lange. Meine Kinder, die werden... Schneller! Die werden sich... Ganz genau. Ja, Malo! Erzählen Sie mir, was die Blighters von Ihnen wollen. In dieser Stadt geht alles drunter und drüber, seit Attaway Transport und die Milner Company bankrott gegangen sind. Und da es keinen richtigen Nachfolger gibt, sind die Gangs auf dem Vormarsch. Weiter so. Gut gemacht, Jacob. Da ich, Ed Bailey, der einzige Omnibus-Hersteller der Stadt bin, verlangen Sie, dass ich nur für Sie arbeite. Ach so. Ich kenne gute Männer, die eine vereinigte Transportgesellschaft gründen wollen. Wie sagt man noch in Amerika? Vom Volk für das Volk? Das ist unser Ziel für die London General Omnibus Company. Aber diese Gangster haben den Vertrag für Attaway Transport ergattert. Den brauchen wir für die Gründung unserer Gesellschaft. Mr. Bailey, ich bin Miss Fry. Betrachten Sie mich als Ihre Verbündete. Na los. Gut, dann hätten wir den jetzt als Verbündeten offensichtlich. Und das wäre der nächste im Omnibus-Game. Langsamer. Mit der ganzen Omnibus-Mafia, Attaway und Milner, wie gesagt, raus aus dem Spiel. Weiter so. Und jetzt mit Bailey zusammen am Arbeiten. Den Vertrag aufspüren. So, jetzt müssen wir denen den Vertrag abluchsen, dieser Gang da. Den Blighters. Die kennen wir ja. Den haben wir schon zu Genüge eingeheizt. Und wenn wir den Vertrag haben, sähe das schon viel besser aus. Wie viele Gegner sind das denn bitte? Ich glaube, den können wir ganz kurz ausradieren, oder? Das würde gar nicht auffallen. Zack. Oh, da oben ist noch einer. Ich hoffe, der spaziert mal rein. Ich würde natürlich ganz gerne oben rum. Ist übrigens wieder eine Hauptmission, für alle, die fragen. Wenn ich ganz schnell bin, könnte ich die theoretisch sogar ausschalten da.
Und da muss ich ja aufpassen, dass der eine Typ da nicht um die Ecke ist. Ob das der beste Eingang ist, fraglich. Ich schaue mich gerade nochmal hier unten um. Einmal ein bisschen schleichend vorgehen lieber. So, wie wäre es denn da mit dem Messerchen? Mit der jungen Lady hier. Vielleicht werden wir der so ein Messerchen in den Kopf oder in den Rücken donnern. Da sind wir natürlich noch ein bisschen zu weit entfernt. Okay, ich gehe mal ein bisschen schneller vor gerade. Oh, da ist noch einer. Vorsicht. Kriegen wir den denn irgendwie wie ein Messerchen? Ah, dann würde der andere aber auch... Das wäre zu auffällig, leider. So, da vorne ist es auch schon, das Schätzchen. Boah, wie viele das sind. Verdammte Axt. Das wird übel. Das wird richtig übel, verdammte. So, sie bleibt erstmal hier liegen. Den können wir irgendwann auch mal um die Ecke schleifen, gerade eigentlich, solange der eine nicht guckt. So, sehr schön. Der Kollege hat gerade eine Pause. Und jetzt kommt er wahrscheinlich hier raus, oder? Vielleicht können wir den auch gerade eliminieren aus dem Schatten heraus. Uns hat er noch nicht gesehen, da bin ich mir sicher. Und uns wird er auch nicht mehr sehen. So, das war der Nächste. Wir sehen allerdings auch, und das ist auch so ein Problem, das gute Stück befindet sich da. In der Hand einer Person. Also es liegt nicht einfach nur irgendwie rum. Das bedeutet, wir müssen noch irgendwie nach oben kommen. Zum Glück sind wir mittlerweile die Superschleicher. Ich ja leider nicht, aber der Charakter. Wo geht's denn hier nach aufwärts? Wahrscheinlich auf der anderen Seite, ne? Da ist die Treppe, ich sehe schon. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Das deckt hier über uns. Die gute Beute. Da sind auch noch schöne Kisten mit schöner Beute drin. Das Ziel, die Fabrik nicht verlassen lassen. Bewegen die sich oder bleiben die starr da stehen? Dann könnte ich mal probieren hier. Oh oh, das kann ja heiter werden. Glück gehabt nochmal. So, und jetzt schleichen wir uns nach oben. Bisher lief das ganz gut. Alles ist in der weiteren Ebene eigentlich. Oh, 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 oh. Die steht natürlich auch denkbar ungünstig gerade da vorne. Einen anderen Aufweg gibt es meiner Meinung nach nicht. Wir könnten natürlich hier probieren, irgendwie an der Wand entlang uns zu hangeln. Aber ob das besser wird, sehr, sehr fraglich. Wir könnten natürlich hier probieren. Ah, er geht noch weiter. Sehr schön. Das ist unsere Chance. Ah, nee. Ist der jetzt eine Etage drüber noch? Ja, der ist noch eine Etage drüber. Schön. Sehr gut. Okay, dann hätten wir den schon mal vom Tisch geräumt. Das ist nur ein normaler Arbeiter. Nichts da, den nehme ich nicht gefangen. So, das Ding hätten wir. Ich würde aber gerne noch die Truhe hier mitgehen lassen. Mal schauen, ob wir die auch noch kriegen. Ja, frische Session, man merkt schon, wir spielen ein bisschen besser als in der letzten Folge. Da war ich aber auch ein bisschen over, einfach. So. Adler-Sturzflugumhang, habe ich da richtig gelesen? Das ist ja nicht schlecht. So, jetzt können wir eigentlich theoretisch einfach laufen. Und gehen, wie wir gekommen sind, würde ich vorschlagen.
Hier haben wir ja wahrlich keine Feinde mehr in der Nähe. Insofern haben wir da ganz gut weggeputzt. Aber einmal noch auf Nummer sicher gehen. Und dann gehen wir einfach durch die Haupttüre wieder raus. Tschüss, macht's gut. Den Vertrag zurückgeben. Oh, wir halten darum. Naja, Vertrag ist Vertrag, so heißt die Mission. Und sie war doch sehr spannend. Fand ich cool, dass wir es mal ein bisschen weniger Haut drauf gelöst haben. Wie gesagt, mit Evie versuche ich das auf jeden Fall. Mit Jacob versuche ich das auch. Aber mit dem haue ich auch gerne mal drauf. So wie die Jungs sich hier gegenseitig gerade verprügeln. Könnte man auch bald mal wieder einen Boxkampf machen eigentlich. Das haben wir auch länger nicht mehr gemacht. Aber so wie es aussieht, machen wir vielleicht danach noch, geben wir vielleicht noch so eine kleine Charles Dickens Mission an oder so. Oh, es ist kein Ladenkabel verbunden. Serververbindung nicht möglich, brauchen wir eh nicht unbedingt. Brauchen wir eh nicht unbedingt. Zum Glück kann man das ja auch offline spielen, dieses schöne Game. Ja. So. Da sind wir. Roths Männer haben verstanden. Ihre Familie ist sicher. Oh, Sie sind ein gottverdammter Segen. Die Gründungsmitglieder der London General Omnibus Company. Gute moralische Männer. Allesamt. Unsere Busse rollen im Nu durch die Stadt. Vielen Dank, Miss Fry. Gern geschehen. Eine gute Tat. Vertrag ist Vertrag und wir haben es mit Bravour erledigt. Und die Herstellungsvorlage, Handschuhvorlage, Illusion haben wir bekommen. Fand ich ganz cool, gebe ich 4 Sterne. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Denn jetzt sind wir natürlich ziemlich weit weg von den Charles Dickens Missionen, was bedeutet, dass da ein weiter Weg vorsteht. Aber hier haben wir zufälligerweise Vox Populi, eine Karl-Marx-Mission. Vielleicht machen wir die dann mal einfach, weil wir jetzt so ein bisschen Zeit in der Folge haben und die Hauptmission hier schon erledigt haben. Und ich denke, das kombiniere ich jetzt so in den nächsten Folgen auch ein bisschen, damit wir auch mal mit der Hauptstory ein bisschen fortschreiten und das dann auch immer irgendwie fast in jeder Folge irgendwas haben. Werden jetzt auch wieder viele, viele Nebenmissionen gelöst, aber die machen ja auch Spaß. Ich finde vor allem die für Charles Dickens und so, die sind schon ganz geil. So, und Karl Marx, die waren auch nicht schlecht, aber nicht so überzeugend. Aber hoffen wir, dass es jetzt besser wird. Wieder ein Wechsel der Zeit. Karl, was gibt's? Ich bin froh, dass ich Sie gefunden habe. Ich fürchte, meine kommende Versammlung soll gestört werden. Streikbrecher vielleicht oder Polizeispitze. Rohlinge, die den Vormarsch des Fortschritts fürchten. Keine Angst, Herr Marx. Ich passe auf Sie auf. Ich fürchte, dass jede Störung zu einem furchtbaren Gewaltausbruch führen kann. Also entfernen Sie alle Störenfriede und... Huch? Ich fürchte, dass jede Störung zu einem furchtbaren Gewaltausbruch führen kann. Also entfernen Sie alle Störenfriede, ohne Aufsehen zu erregen. Wunderbar. Ohne Aufsehen? Danke. Ich muss mich vorbereiten, aber wir sehen uns ja gleich. Unruhestifter unbemerkt gefangen nehmen, eine Leiche in einem Versteck verstecken, keinen Polizisten töten. Damit wir alle davon profitieren. Ich bitte um einen warmen Empfang für Herrn Karl Marx. Gerade sein. Danke für diese herzliche Begrüßung. Ich stehe heute mit schwerem Herzen hier vor euch. England steht an der Spitze des kommerziellen und industriellen Europas. In den letzten 20 Jahren kam es zu einer beispiellosen Entwicklung der Industrie. Einer enormen Steigerung der Ladies and Gentlemen, diese Versammlung wird vertagt. Wir dürfen nun alle gehen. Shit. Wir müssen noch kurz. Und weiter geht's. So, da wollen wir mal. Der Karl Marx hat da weitergeschwatzt, weil das auch mir gerade los war. Es war irgendwie ein komischer Abbruch der Mission. Oh, den will ich gar nicht umhauen. Sorry. Ich muss über die Typen hier ummähen. So. Ach, das tut mir leid. Das tut mir leid, Herr Polizist. Das tut mir wirklich leid. Na ja, gut. Halb so wild.
Wo ist der Maxi? Ah, da wird er angegriffen die ganze Zeit. Oh, fuck. Das sieht nicht gut aus. Also erstmal alle auf mich holen hier. Das ganze Pack. Greif mich an. So, ein Karl-Marx im Auge behalten. Das ist irgendwie eine komische Mission. Die Karl-Marx-Missionen sind irgendwie nicht das Ganze ausgearbeitet. Sie hauen ab. Das ging ja recht reibungslos. Sie haben den Londoner Arbeitern einen großen Dienst erwiesen. Und die Reformen, die wir anstreben, werden sicher schon bald umgesetzt. Sie wollen nicht zufällig der Arbeiterpartei beitreten. Ich interessiere mich nicht für Politik. Er interessiert sich für nichts, bei dem man nachdenken muss. Heißt das, Sie treten ein, Genossin Ivy? Ich fürchte, ich muss mich um andere Dinge kümmern. Ehrenmitgliedschaften vielleicht? Sie geben nicht auf, oder? Das haben wir dann wohl gemeinsam. Auf Wiedersehen, meine Freunde. Mensch, da haben wir das auch abgeschlossen. Das ging ja recht flott. Ist natürlich schief gelaufen, aber lief dann doch ganz noch halbwegs gut. Keine Polizisten töten, das habe ich immerhin geschafft. Aber irgendwie sind wir da aufgeflogen. Keine Ahnung. Also, aber so richtig ausgearbeitet war es halt auch nicht, leider. Deswegen, ja, mal sehen, was da noch so kommt. Haben wir jetzt eine neue Karl-Marx-Mission eigentlich aufgetischt bekommen, oder war es das jetzt eigentlich mit dem Kali? Wir haben uns ja, hat sich ja ein bisschen verabschiedet alles. So, ich würde sagen, wollen wir hier, ja, in der Nähe sind wir nicht gerade, aber da müssen wir noch eine kleine Schnellreise hinlegen und ich würde sagen, dann machen wir hier noch eine Charles Darwin-Erinnerung, schmerzhaftes Sportbild, wobei, vielleicht sogar erstmal hier die noch, weil die ist Level 5, eine weitere Charles Dickens-Erinnerung und hier können wir uns auch direkt hinbeamen. Bis gleich. Tata, und da sind wir auch wieder zurück. Nur ein paar wenige Sekunden für euch, weil ich die Ladescreens immer schön rausschneide und deswegen sind wir auch direkt hier ums Eck. Ach, wie schön es hier doch ist. Am guten alten Trafalgar Square mit dem Nelson. Und da muss ich nochmal kurz in, was einwerfen. Das war schon eine Armada, gegen die der gekämpft hat. Allerdings die französisch-spanische, ein Bündnis. Also nicht nur die spanische, wo ich mich natürlich ein bisschen vertan habe. Und bei der Schlacht von Trafalgar ist er gestorben, deswegen heißt das hier auch alles Trafalgar Square und da hängt der gute Lordy Nelson. So war das. Hier im Spiel natürlich nur vor einigen Jahren. Tschüsschen. Hallo, Zähne geholt. Bolzen voll. Ah, die können wir auch mal wieder öfter verwenden. Machen wir leider recht selten. Muss ich mich immer echt ein bisschen ermahnen. Dass ich da mal ein bisschen mehr Abwechslung da noch reinbringe. Aber man kann hier halt auch ewig viel machen. Ein Rundenrennen. Nee, die Rennen haben wir gezeigt. Das habe ich gemacht alles schon. Das war jetzt auch nicht so besonders. Das kann man mal zwischendurch machen, glaube ich. Aber als Let's Play ist es halt immer ein bisschen repetitiv. Und wir machen vor allem die Haupt- und Neben-Story-Missionen, habe ich halt schon oft angesprochen. Denn die machen irgendwie immer Laune ein bisschen. Außer die von Karl Marx. Die fand ich alle nicht so atemberaubend. Aber die vom guten Charles Dickens sind die besten. Und deswegen freue ich mich sehr darüber, jetzt wieder hier eine machen zu können. Der Ghost Club untersucht die Umstände, die zur Festnahme eines verwirrten Assassinen führten. Sie können sich wirklich nicht erinnern, warum Sie in dieser Zelle gelandet sind. Mein Kopf ist leer, bis auf das Glitzern eines silbernen Objekts, den Klang einer Glocke und irgendeiner Präsenz. Etwas Silbernes und der Klang einer Glocke. Das. Ich muss sagen, Sie sehen sehr müde aus. Ja. Ich bin sehr, sehr müde. Jetzt werden Sie einen klitzekleinen Auftrag für mich erledigen, nicht wahr? Ich werde einen klitzekleinen Auftrag für Sie erledigen. Sie haben mich eine Menge Geld gekostet, also halte ich es für fair, dass ich meine Taschen mit Spenden der Einwohner Londons auffülle. Sie werden das Geld für mich stehlen, nicht wahr? Ja, ich werde das Geld für Sie stehlen. Aha. Reiche Bürger bestehlen. So, eigentlich haben wir diese Mission ja mit Jacob gemacht und der wurde eigentlich hypnotisiert. Deswegen ist das jetzt ein Fehler in der Story. Es zeigt aber gleichzeitig, dass egal mit wem wir die Mission machen, beide werden offensichtlich betäubt. So, und da vorne wären jetzt so reiche Bürger, die wir bestehlen sollen.
während wir unter Hypnose sind. Das ist schon richtig cool, also hypnotisiert. Finde ich nice. Aber wie gesagt, ein kompletter Logikfehler, da wir das ja alles mit Jacob gemacht haben. Was jetzt nicht weiter schlimm ist unbedingt, aber natürlich auch nicht unbedingt so cool, weil da hätte man dann vielleicht den Charakter wechseln sollen, irgendwie einen Trigger reinmachen. Du musst diese Mission mit Jacob spielen oder was auch immer. Entschuldigung, junge Frau, ich wollte sie gerade beklauen, aber ey, das ist total nervig, dass jetzt alles so verschwommen ist. Du wagst das? Lass mich in Ruhe! So, das erste Opfer ist bestohlen. Mann, das macht mich völlig kirre, dass der Monitor jetzt hier alles so verschwommen ist. Wen meint er? Meint er uns? Sie sind hochgeklettert. Ja, natürlich sind wir hochgeklettert. Wir machen Übungen. Morgen Frühsport. Noch nie gehört? Mal googeln, bitte. Boah, ich komme nicht klar gerade auf diese verwirrende Perspektive. Oh, der ist auf dem Tisch gestanden. So hat er sich aufgeregt. Upsa. Boah, ich bin der schlechteste Dieb. Hilfe! Ein Dieb! Haha. Entschuldigung, Herr Polizist. Ich bin sofort wieder weg. Ich will gar nicht lange stören. So, und jetzt machen wir hier noch schnell die Nummer. Also aufgeflogen sind wir noch nicht, aber gut war das auch nicht. Oh, jetzt sind da viele Polizisten. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Aber jetzt ist er genau dazwischen. Mist, der dreht um. Den kann ich jetzt nicht einfach so bestehlen. Da muss ich jetzt wieder die Cops ummieten. Und dann haben wir ja noch Mord unter Hypnose begangen. Das kann ich ja keinem antun. Obwohl die sich ja nicht mal sicher sind. Ah, vielleicht ist das extra so, dass so gemacht ist, weil man nicht mal wusste, ob es jetzt... ob man in dem Moment Evie oder Jacob war, weil die Charaktere der Zwillinge verschmolzen sind unter Hypnose. Ich traue dieser Frau nicht. Ich traue dieser Frau nicht? Ich bin's doch, die Evie Fry, Mensch. Ich hab doch schon mal Kaffee getrunken. Sollen wir jetzt endlich Ruhe vor den Cops? Ah, da steht direkt der Nächste, oder was? Nee, das geht aber noch, das krieg ich hin. Nimm deine Hände weg, du Diebin! So, mit dem Hypnotiseur reden. Enrico ist es, der gute Hypnotiseur. So, da müssen wir uns jetzt auch nicht mehr so unauffällig verhalten. Das haben wir jetzt erledigt. Der mit seinem Pferd umgeht. Du dummes Tier. Ohne die Pferde wären wir auch nicht so weit gekommen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, sehr gut. Also, Kriminelle wie Sie sollten nicht frei herumlaufen. Sie werden sich der Polizei stellen, nicht wahr? Ja, ich stelle mich der Polizei. Oh, und wenn Sie das tun, werden Sie einen dümmlichen Tanz für Sie aufführen. Na, das kann ich, das kriege ich hin. Sie haben mir einen Schrecken versetzt. Sie stammelten von einem Mann namens Ezio. Ezio? Ich wurde von Enzio Capelli hypnotisiert. Also doch kein Dämon. Natürlich Enzio. Und Italiener ist er auch nicht. Ich hatte von Anfang an Hypnose im Verdacht. Sie müssen den Täter finden. Okay, jetzt wollen wir dir mal das Handwerk lesen. Legen, lesen ist auch gut. Heute ein bisschen längere Folge. Aua. Haben wir richtig viel erledigt dann heute. Wow, Karl-Marx-Nummer. Die eine Grundnummer. Mit wo wir uns da durchgeschlichen haben. Heiliger Bimbambino. Ich kletter mal wieder übers Dach. Das geht ein bisschen flotter gerade. Oh, was war denn da gerade los? Ah nee, da haben meine Boxen komisch geklungen. Beziehungsweise meine Kopfhörer. So, querfällt ein.
wie zugebaut so eine Stadt mittlerweile ist, ne? Wie schnell die dann doch in diesen ganzen Jahren gewachsen sind. In nur wenigen Jahren kann man mittlerweile Städte großziehen. Ey, das ist wirklich der Hammer. London damals ja ein Schmelztiegel. Oh, guck mal eine an. Ganz gut, dass wir hier lang gegangen sind. Kann man nicht gebrauchen. Ein bisschen Fell. Ja, Leder. So. Hui. So, und da ist er doch, der Hypnotiseur irgendwo. Der gute Enrico. Oder wie er hieß. Zio hieß er auf jeden Fall nicht. Aha. Mal gucken, ob er abhaut. Sie befinden sich auf dem Holzweg, nicht wahr, mein Kind? Ach du Scheiße! Ja, ich befinde mich auf dem Holzweg. Moment. Ja, das war wohl nix. Und dann hat er uns hypnotisiert. Das ist ja schon sehr geil, das aber auch mal zu sehen. So, jetzt ist er irgendwie da oben. Na gut, dann wollen wir da mal hinlaufen. Der liebe Stinkefinger hier hypnotisiert die Leute, damit sie ihm die Sachen klauen. Das ist auch echt schon ziemlich crazy. Okay, pass auf, so. Und jetzt einmal ducken. Ich sollte hier drüben nachsehen. Ja, guck mal ich da glaube, drüben. Ich glaube, jemand ist hinter mir her. Oh, oh. Das war knapp. Mr. Capelli sagt, ich werde mich hinterher an nichts erinnern. Hä? Ach, sie wollte schon sagen, was macht die denn da, die Lady? So still. So. Das haben wir diesmal besser gemacht. Nice, ins Bild rein. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich mir hier Capelli kriegen kann, ey. Wir müssen ihn vielleicht irgendwie ablenken, vielleicht mit Rauch? Da oben ist ja auch noch ein Heinz. Vielleicht mal eine Rauchbombe da reinwerfen? Könnte klappen. Alter, ja genau, hier. Eine Rauchbombe. Gucken, was da passiert. Bisher noch nicht so wirklich viel. Ich zähle bis drei. Eins, zwei, dreieinhalb, drei. Geht der zurück auf seine Position oder hat er jetzt eine andere Position? Der hat jetzt eine andere. Sieh mir das lieber mal an. Ja, du siehst dir das lieber mal an, genau. So, und dann stellen wir uns jetzt hier clevererweise hin. Boah, ist gar nicht so leicht, die Nummer. So, der ist weg. Und jetzt können wir theoretisch, wenn der Galvani da bleibt, oder wie er heißt, Galvani heißt er ja gar nicht. Komm schon schnell, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Jetzt durchs Fenster. Runter, Kopf einziehen, runter, unten bleiben. Nehmen Sie die Hände da weg! Ja, ich bin kein Italiener. Das gehörte zu meiner Rolle. Niemand will einen britischen Hypnotiseur sehen. Ist mir egal. Ich gebe Ihnen alles, was Sie wollen. Ich will, dass Sie nichts mehr sagen. Sind Sie Mitarbeiter von Dr. Elliotson? Hab den Namen nie gehört. Mesmerismus als kriminelles Unterfangen war keine gute Idee. Was erlauben Sie sich? Ich bin Hypnotiseur! Bleib schön unter Kontrolle, mein Kleiner. So, jetzt müssen wir hier, haben wir jetzt wieder Spaß, ne? Kommen wir nicht einfach so runter. Shit. Der hat ja noch seine Lakaien da. Hätte ich vielleicht doch mal besser alles weggeräumt. Okay, jetzt ein bisschen schneller. Hier können wir doch, glaube ich, rausspazieren, oder? Schön, das hat funktioniert. Boah, es war gar nicht so leicht. Aber das haben wir gut hinbekommen.
So, und rein da, bitteschön. Du wirst keinen mehr hypnotisieren. Vorsicht, ich bin ein alter Mann. Vorsicht, ich bin ein alter Mann. Dafür ist deine Stimme aber noch recht jung, hä? Und deine Tricks waren auch quietschfidel. Den Hypnotiseur bei der Polizei abliefern. Was der da für Machenschaften hier wagt. Aber wir müssen ja auch erstmal halb London ausradieren, damit hier die ganzen Gangster verschwunden sind. So, mach mal ein bisschen Platz. Was ist denn heute für ein Verkehr hier? Entschuldigung. Wir sind quasi in Polizeimission unterwegs. Aber lustig. Also die Mission fand ich ganz witzig. Musste man dann aber auch eifrig vorgehen, weil man muss ja noch vor ihm stehen scheinbar. Und dann wurde die Mission schon abgebrochen. Das war natürlich dann nicht so geil. Oh, hier nochmal um die Kurve bitte. Ah, scheiße, hätte ich eine Abkürzung nehmen sollen. Oh, ein bisschen angeschlagen die Kutsche. Es tut mir leid. Ich bin ja zum Glück versichert, ganz gut. Moment mal. Ich habe mir doch gerade angezeigt, es wäre hier. Kommen wir da nicht durch? Road closed. Ach Leute, dann sag mir das so direkt. Was soll das denn hier? Oh, noch ein bisschen aufgeräumt. Platz machen, der Sarazar kommt. Jetzt kann ich hier nicht rein, weil da, der Harry da ist da mit der Kutsche blockiert. Er ist jetzt auch egal. Darf nur die Polizisten hier nicht erwischen. Entschuldigung. Gehen Sie jetzt weiter, bitte. Wenn ich jetzt nämlich die Polizisten an der Backe habe, vielleicht schlägt nachher die Mission fehl. Ach komm, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Ja, manchmal ist dieses Spiel da, dann kann man dem ja auch nicht sagen, fahr mal bitte weg. Ich musste da zufälligerweise durch. Geht ja nicht. Nehmen wir halt den anderen Weg, bevor das jetzt nachher fehlschlägt. Oh, hier wär's. Ich kann die wohl mitnehmen, du interessierst mich gar nicht. Ja, der Polizist, die sind lustig, sind mir lustige Gesellen. Müssen wir denn hier überhaupt durch, verdammt? So. Sie werden ihre Verbrechen wieder gut machen und die unschuldigen Opfer von ihrem Bann befreien. Tada! Sehr schön. Charles Dickens Erinnerung abgeschlossen. Die war ganz witzig, aber auch nicht leicht. Ich bewerte sie mit 3. So, weil die Nummer mit dem Hypnotiseur war schon eine kleine Lachnummer. Hat mir Spaß gemacht. Und ich würde sagen, das reicht dann auch für diese Episode von Let's Play Assassin's Creed. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wahrscheinlich dann schon morgen. Oder vielleicht ist die auch schon da.